Was geht ab, Leute? Heute mal mit, wie sagt man, fliegendem Start. Einfach, weil ich Bock habe. Einfach, weil David Bock eine mega geile Karte ist. Einfach, weil wir uns heute mit dieser Karte beschäftigen. Und ich habe mega gute Laune mitgebracht, weil ich komme endlich dazu, für euch mal ein paar Folgen My Team aufzunehmen. Weil ich kriege so viele Nachfragen von euch zu den unterschiedlichsten Dingen. Max, wie funktioniert das? Wie gehen die Herausforderungen von Devin Booker? Was hältst du von Devin Booker? Was hältst du von Embiid? Was hältst du von den neuen Level-Up-Karten? Dies, das und jenes. Und ich komme immer nicht wirklich dazu, das dann auch alles zu beantworten in meinen Insta-DMs. Und jetzt schaffe ich es einfach, ein paar Videos für euch rauszuballern. Heute Devin Booker. Devin Booker ist für mich... Ich habe dieser Karte den Spitznamen gegeben, In Your Face Booker. Weil als ich das erste Mal gegen diese Karte gespielt habe, hat mir der Typ einfach jeden Dreier in meine Fresse gedrückt. Und ich habe mir gedacht, ich spiele mega gute Defense. Wie kann das sein? Und dann hast du diese Karte irgendwann selbst und dann wird dir irgendwann bewusst, ja, ich verstehe es. Ich verstehe es wirklich. Also um die Frage hier gleich mal von Anfang an zu beantworten, lohnt sich Devin Booker? Ja, lohnt sich. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass seine Hot Zones ein bisschen so sind, dass man, ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist optimal. Also, dass Top of the Key keine Hot Zone ist, finde ich schwierig. Das gefällt mir bei Devin Booker nicht, auch wenn als Shooting Guard kann man das vielleicht verkraften. Und die linke Corner. Das würde ich euch übrigens sowieso immer empfehlen. Immer wenn ihr einen neuen Spieler habt, geht kurz in den Freestyle-Mode und schaut euch ganz kurz die Hot Zones an. Werft einfach mal so 5 bis 10 Minuten, damit ihr auch für den Spieler selbst ein Gefühl bekommt. So, wir gucken uns die Karte natürlich an, wie immer. Und da ist sie auch schon, natürlich mit einem Diamond Contract. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich für einen Schuh draufballer. Da bin ich noch am Überlegen. Wir gucken mal gemeinsam rein in die Stats. Ja. Ihr könnt es selber lesen. 95, 97, 97er Dreier, 96er Freiwurf. Dank aus der Bewegung 85. Ballhandling 87. Pass IQ 90. Steal 88. Perimeter Defense 92. Auch mega gut. Schnelligkeit, Beschleunigung, Tempo mit dem Ball. Das sind so diese ganzen Werte, wo ich bei einem Shooting Guard wirklich drauf schaue. Die sind alle erfüllt. Kommen wir zu den Badges. Catch and Shoot Hall of Fame, Eckenspezialist Hall of Fame, Taschendieb Hall of Fame, Klette Hall of Fame, Mismatch Experte. Das ist auch das, wo du dir echt denkst, wenn du gegen Devin Booker stehst, ey Junge, kannst du eigentlich mal aufhören, mir andauernd den Dreier in die Fresse zu drücken? Es ist echt krass. Scheuklappen, lässt sich von Verteidigern, die von der Seite kommen, nicht irritieren. Auch nicht schlecht bei einer Karte wie Devin Booker. Zirkusdreier, grenzenlose Spot-Ups. Ja, also grenzenlose Spot-Ups, Hall of Fame gibt's relativ wenige Karten gerade. Ihr seht es selber. Also er ist einer der besten Shooter im Spiel. Braucht man ehrlich gesagt gar nicht großartig was dazu sagen. Wir spielen eine Runde. Ja, was spielen wir denn? Ja, komm. Ich spiele mal wieder eine Runde Triple Threat. Devin Booker, Embiid, Rudy Gay. Das ist ein Lineup, was ich sehr, sehr gerne spiele, weil du eigentlich alles mit dabei hast, was du brauchst beim 3 gegen 3. Unser Gegner, also ich sehe auf jeden Fall schon mal Taco Fall, Kevin Porter Jr. und Jeff Green. Okay, here we go. Booker. Jetzt keine Enttäuschung. Das war jetzt, der erste Wurf war gleich mal direkt richtig vogelwild. Hab ich. Und da kommt der erste Dreier, der erste, der sitzt. Der erste Dreier-Attempt, der war wieder mal typisch Max. Ja, das... Okay, Booker mit der Defense aus der Hölle. Und Embiid, here we go, my friend. Ja, zu Embiid werde ich nochmal ein extra Video machen. Ja. Ich habe ja selber schon ein Video gemacht zu Kevin Porter Jr. Und die Karte ist einfach komplett krank.
Aber Devin Booker auch, mein Freund. Wenn du meinst, dass du hier die ganze Zeit die Stepbacks zünden kannst, dann... Ich meine, du darfst es natürlich nicht übertreiben. Weil... Klar, der Stepback von Kevin Porter Jr., der ist wirklich brutal, muss man sagen. Aber die ganze Zeit nur Stepbacks zu zünden, ist da natürlich... Ja, das wird halt nicht gut gehen. Hey, wie er mit Kevin Porter Jr. einen Stepback-Dreier nach dem anderen macht. Muss ich jetzt mit Devin Booker wirklich genau das Gleiche machen? Also er macht ja wirklich nichts anderes. Okay. Ey, passt jetzt auch mal wieder. Er trifft mit Kevin Porter Jr. alles. Ja. Man kann mit Devin Booker genau das Gleiche machen. Also, so gut Kevin Porter Jr. auch sein mag. Ich meine, Devin Booker ist dann schon nochmal Next Level. Muss man einfach ehrlich sein. Rudy Gay, 17-10. Oh, der war nice. Okay, der war nice. Der war nice. Props dafür. Muss man auch mal geben können. Devin Booker, Maschine. Nächster Stepback. Er will das Stepback-Battle, er kriegt es. Ja, das war's. Ja, krass. Also, boah. Ich weiß, dass Kevin Porter Jr. gut ist im Stepback-Dreier-Treffen, aber der hat's auf jeden Fall auf die Spitze getrieben. Ja, der Balldrop, wie immer, unspektakulär, vom Allerfeinsten, besonders auf der Stufe, wo ich mich gerade befinde. Generell, ich finde die Belohnungen sind sowieso so schlecht, egal ob jetzt online oder offline. Also, okay, jetzt kommen wir aber noch zum letzten Punkt, den ich beinahe vergessen hätte. Und das ist natürlich die Aufgaben, die man machen muss. Im Endeffekt, ich brauche euch jetzt nicht nochmal das Gleiche erzählen wie bei DeMar DeRozan. Ja, jetzt ist gerade wieder Ende der Saison, da versuchen sowieso, oder Ende der Season, da wollen gerade sowieso jetzt noch viele schnell einfach die ganzen Challenges durchballern. Ihr werdet bei Clutch Time auf so viele Gegner treffen, die euch auch einfach machen lassen, was ihr wollt. Wenn ihr jemanden zeigen wollt, ich will hier bloß meine Herausforderungen grinden, ne? Du kannst von mir aus das Spiel gewinnen. Dann drückt einfach zweimal Kreis und lasst euch mit eurem Spieler hinfallen. Das ist bei mir so ein bisschen mittlerweile mein, wie sagt man, Signal. Und das hat bis jetzt jedes Mal funktioniert. Der Gegner weiß dann auch einfach, wenn er nach vorne dribbelt mit der Possession, dann macht einfach erstmal nichts. Und dann, wenn ihr merkt, okay, der spielt halt ernst, dann müsst ihr halt selber auch ernst spielen, aber normalerweise nicht. Und bei diesen ganzen... was war für viele schwierig? Genau, hier, erziele in einem Spiel mit Moment, Belohnung, Terrence Davis 35 Punkte und 6 Rebounds. Erziele mit Bamba 32 Punkte und 3 Blocks. Genau, ich gehe jetzt nicht nochmal durch alle einzeln durch. Ich kann aber nochmal sagen, Freunde, hier, wenn ihr irgendwas machen müsst mit Leveln, Stephen Curry Spotlight, erster einstimmiger MVP, es wird nicht leichter. Schwierigkeit, Profi, schaut euch dieses Team an. Ich mache hier alles. Also egal, ob das, mach so und so viele Punkte mit einem Spieler, mach ein Triple-Double, erziele so und so viele Blocks. Wenn ich wirklich was brauche, wo ich einfach merke, ich brauche auch Zeit dafür und es ist vielleicht nicht so easy, das so schnell umzusetzen, wie jetzt zum Beispiel ein Triple-Double, ich mache es immer hier. Das ist meine ganz, ganz große Empfehlung. Ich glaube, alles andere schafft man dann letztendlich wirklich selber. Ansonsten guckt euch gerne nochmal DeMar DeRozan das Video an, was ich damals für euch gemacht habe. Da erkläre ich auch nochmal einiges. Genau, Devin Booker, ihr habt das gerade gesehen.
Die Karte ist absolut money, ich liebe sie und es lohnt sich definitiv für sie zu grinden. Dauert aber ein bisschen, aber ansonsten von den Badges her und von den Werten der absolute Wahnsinn. Das war's, Leute. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Natürlich auch gerne ein Abo, wenn ihr weiterhin hier auf dem Kanal nichts verpassen wollt. Und dann vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.